So, ich hatte gerade ein sehr, sehr cooles Gespräch mit einer Persönlichkeit, die ich sehr bewundere. Und zwar ist die Rede von Christian von Königsegg. Ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten auf Englisch. Das Interview seht ihr am Ende. Vorher möchte ich euch aber noch mal ganz kurz den Königsegg Jesko zeigen. Der Jesko ist die Weiterentwicklung vom Agera RS. Sehr viel wurde hier neu entwickelt. Der Jesko generiert jetzt aus diesem Motor 1280 PS mit normalem Benzin und 1600 PS mit E85. Und das mit so einem kleinen Getriebe. Ich sehe es ja jetzt beim Lamborghini, das ist die Hälfte davon. 9 Gänge und 6 Kupplungen. Das Getriebe heißt auch Königsegg 9-Speed Light-Speed Transmission, also Lichtgeschwindigkeit. Beim Doppelkupplungsgetriebe, die sind natürlich auch immer schnell, wenn der entsprechend nächste Gang eingelegt ist. Mit dem Getriebe kannst du auch extrem schnell zum Beispiel vom 8. Gang in den 3. runterschalten. Einfach so. Und dann ist der nächste Gang drin. Und das ganze Getriebe wiegt auch nur 90 Kilogramm. Das ist wahnsinnig. Der Jesko ist noch reiner Verbrenner. Und Christian selber sagt, dass vielleicht in 7 bis 8 Jahren kommt dann ein reiner Elektrowagen. Der Regera, ich komme da mal ein bisschen durcheinander, Regera, Agera. Aber der Regera, also der etwas entspanntere Königsegg, der hat ja schon einen Hybridmotor und das auch 50 Kilometer rein elektrisch fahren kann. Hier jetzt aber wirklich alles rein Verbrennungsmotor und das mit einer Leistung, die ist wahnsinnig. Also alleine 1500 Newtonmeter Drehmoment bei 5100 Umdrehungen und 1000 Newtonmeter zwischen 2000 und 6170 Umdrehungen. Der Wagen soll rechnerisch in der Lage sein, über 300 Meilen pro Stunde zu fahren. Das wären 482 km/h. Im Interview sagt Christian, dass sie das wahrscheinlich auch mal ausprobieren werden, aber dafür müssen sie erstmal die Straße finden, weil wenn, wollen sie nicht einfach 300 Meilen pro Stunde knacken, sondern wollen sie wirklich wissen, wie schnell der Wagen ist. Dafür hatte Michelin schon beim letzten Test, wo sie, ich glaube 452 oder so, sind sie mit dem Vorgänger, also mit dem Agera ERS gefahren, hatte Michelin auch extra die Reifen entwickelt. Und es ist bei so Top-Geschwindigkeiten ist es einfach schwierig, die Balance zu finden von zu viel Druck auf den Reifen, weil dann werden sie warm und ja, können platzen oder haben auch zu viel Druck, aber auch nicht zu wenig anderes Druck, weil sonst hebt der Wagen ab. Der Jesko, so wie er hier steht, hat hinten einen Spoiler. Für einen Höchstgeschwindigkeitstest würde man den dann aber abmachen, weil das dann definitiv zu viel Anpressdruck wäre. Und der Wagen hätte dann aber auch immer noch genug Anpressdruck, um eben nicht abzuheben. Christian hat mir auch erzählt, dass an diesem Auto wirklich alles selber entwickelt ist von Königsegg. Natürlich haben wir sehr, sehr viel Carbon am Auto verbaut. Und was ich auch sehr schön finde, ich meine, das ist irgendwie so ein Trend in der Automobilwelt. Man verwendet viel mehr Flaggen. Wir sehen das hier beim Namen, hier ist die schwedische Flagge. Also auch das finde ich jetzt beim Königsegg Einzug. Und jetzt habe ich, glaube ich, die große Ehre, dass ich mich sogar mal reinsetzen darf. Das ist einfach unfassbare Ingenieurskunst, was man hier einfach sieht. Und das wird alles in-house bei Königsegg entwickelt und aber auch gebaut. Die haben Zulieferer, aber nur ein paar wenige. Und das ganze Carbon wird auch von denen hergestellt. Die haben eine Firma in Barcelona, die das für sie macht, aber die gehört zu Königsegg. Oh, und jetzt kann ich mich ins Auto reinsetzen. Allein diese Tür. I take out everything. Yeah, be careful. Yeah, yeah, you said you take everything out of his pocket. Enjoy. Thank you. Thank you so much. Okay, vorsichtig. Maybe hold this as well. You want to throw the camera for you? No, no, it's... Sure? Yeah, maybe hold it. Do you want to do the honors? Yeah, thank okay, you. Give me that. Are you okay with that? Okay. Whoa. That's just crazy. Can I have it back? Thank you. Oh my God. That's... Okay, ich kann wieder auf Deutsch reden, ich rede mit euch, sorry. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Königsegg sitze und dann ist es der brandneue Jesko. Und das ist absolut krass. Guck mal, wie viel ich sehe. Also wie lang das da vor allen Dingen ist. Bis hier vorne fängt das Dach an, ist so rund. Der Scheibenwischer ist immer da. Wie man vorne die Kotflügel sieht. Das Dach ist hier, kann man auch abnehmen. Das heißt, das ist auch ein Cabrio. Aber Leute, ich bin sprachlos. Hier hat man Touchscreen. Man sieht alle Motorwerte. Hier kann man Sachen einstellen. Das mache ich jetzt aber erstmal nicht. Oh, nein, sorry. Oh, jetzt bin ich vorne auf die Motorhaube gekommen. Die Motorhaube geht auf. Auch alles elektrisch. Also die Knöpfe kann ich da bedienen. Ich bin ein bisschen nervös. Hier am Lenkrad habe ich noch extra Knöpfe. Und hier sehe ich dann einfach, wie schnell ich fahre, welchen Gang ich habe. Und vorne würde ich noch mal die G-Kräfte sehen oder wie der Wagen liegt zur Seite.
alles Carbon. Die sehen auch ultra schön aus. Alter Schwede. Getränkehalter natürlich auch. Wahlhebel, Warnblinkanlage. Ja, und hier unten kannst du dann halt auch Klima steuern. Ich traue mir nichts anzufassen, sorry Leute. Scheibenwischer, guck mal alleine, wie der hier gestaltet ist. Schaltwippen. Das ist wirklich wahnsinnig. Hier noch eine kleine Ablagefläche. Ja, und ein wunderschönes Lenkrad. Das fässt sich auch gut an. Und ich bin hier reingekommen, also 1,95. Königseck passt, würde ich sagen. Krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass das funktionieren würde, dass das klappen würde. Danke Michelin an der Stelle, dass die das möglich gemacht haben. Okay, ich probiere nochmal eine Sache aus. Kann ich da die Tür schließen? Okay, ich traue mir nichts mehr zu machen. Gehen wir mal wieder raus. Alter. Unfassbar. Unfassbar. Und jetzt versuche ich es hier mal. Aber guck mal, das geht einigermaßen mit 1,95. Perfekt. Also jetzt saß ich auch mal in dem Wagen. Das ist absoluter Traum. Es ist wahnsinnig. Guckt euch das hier vorne auch mal an, wie das alles Carbon ist. Gut, Kofferraum fehlt halt, aber da will man nicht irgendwie pingelig sein. Der Wagen ist übrigens nach dem Vater von Christian von Königseck benannt worden, also Jesko. Er wusste bis zur Präsentation aber noch nicht, dass der Wagen so heißen sollte. Eigentlich sollte er ja Ragnarok heißen. Wurde dann umbenannt in einfach zu Ehren von Christians Vater. Und er war dann wohl auch sehr, sehr gerührt. Mir fehlen noch so ein bisschen die Worte. Das war ein kleiner Traum, da jetzt mal im Königseck zu sitzen, dass gleich der Neue ist. Hätte nicht gedacht, mit Christian von Königseck zu reden. Sehr cool. Das Interview seht ihr jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese ganz kurze Vorstellung und jetzt auch gleich das Interview, dass ihr das gut findet. Und lasst ein Like da, abonniert und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Bis denn. Ciao. First congratulations to that. Thank you. It looks really, really stunning. My first question would be, like, why is it just petrol? I mean, when we look around, there are so many electric cars exactly, now. Exactly. Why? I mean, I think it's great. So this is the spiritual descendant to the Agera RS. Mm-hmm. We have a hybrid, 800-volt hybrid on the other side of the stand, which is our pride and joy, the Regera. We have no gears. It's electrified, 800-volt system. Extreme torque everywhere, responsiveness like a pure electric car, but with a roar and much lighter. Mm-hmm. But we felt this was our last chance to do a combustion only car, as light, as raw, as visceral as possible, and we took that chance, and it's the last one for us. So in the future will only be hybrids or pure electric cars. But there's so many people who still enjoy the kind of lightness, the rawness, the sound. So we put in the world's lightest 180-degree crank, a super tiny flywheel, a new 9-speed gearbox, a turbo response system, just to make it the most fun combustion engine car you can imagine. Like a monster, almost normally aspirated engine, but with super responsive turbos. Okay, amazing. So, but after that, there will be hybrids and maybe a purely eventually, electric? Eventually. When we can see that a pure electric car can beat our hybrids, meaning our extreme engines and extreme battery technology, when we can see a battery car only become lighter, have similar range and similar performance, and not being heavier, then we will consider it, because still you get rid, you lose the sound, which is nice in a sports car, I think. But when battery technology has come so far that there is no excuse anymore, then we will probably also do fully electric cars. Okay, so like I would say 7-8 years maybe. Oh, okay, that's still my guess. The battery technology is getting better and better and better, but still it is heavy and clumsy. So will you, probably that will be then hard cell batteries when they are coming out? Like for example, yeah, okay. Hopefully, yeah. Yeah, okay. And yeah, you know, graphene, yeah, solid state, this kind of thing. It should be a game changer, yeah. Okay. You will try to beat the 300 miles per hour. Well, kind of. I would put it like this. A version of this car, this is the high downforce package. Mm-hmm. We're making a low drag, high speed stability package. It still has, this has 880 kilos of downforce. That low drag one still has 300-400 kilos of downforce. But when we simulate that with the gear ratios we have, the 9-speed and the power, everything indicates like 310 miles per hour. So we call it the Ambition 300.
we don't want to promise it does 300. We can only see that when we actually try. But it's like an ambition and a likelihood of 300. But will you test it? You know, is there a plan? It's all about finding a road long enough with a owner or ourselves and a driver and the good weather. It took us a long time last time to do it, many years before everything came together. We don't know how long it will take this time, but potentially we will have a go. Okay. The one in Texas, is it not straight enough or not long enough? No, not for ultimate speed. Maybe it's long enough potentially to do 300, but for sure it's not long enough to see how fast the car is. Okay, the max. Yeah, I think it's slightly too short for 300, and it will never be the top speed of the car. Okay, and like okay, when you're on a racetrack, the tires are very important, of course. Yes. But I still remember, I think it was maybe from a German TV show where they were driving a Bugatti, and they said, okay, when we drive like 12 more minutes, the tires will burst. And the other guy said, okay, that's fine because like in 8 minutes we don't have fuel anymore. Right. How do you achieve those speeds with the tires today? Did it improve so much over time? Yeah, so it's very much about the car. So weight is detrimental to tire fatigue at high speed. Our cars are fairly light, and we control the downforce by angling the car and reducing the wing angles. So we are like a low-flying airplane. If we have too much downforce, we press the car to the ground and we lose top speed and we overheat the tires. If we have too little, we take off. Okay. So we're balancing the car like a low-flying airplane 80 millimeters off the ground, okay. Which is a challenge, which we had to do with the Agera RS. But we had Michelin present during our testing, and of course we pre-tested in testing machines and so on, but they were shocked. When they saw our tires after a few runs, they said, they look brand new. Okay. And we looked at it. We even could see the flash casting mark across the thread. It was still there. It looked like no one had used them. Because the pressure wasn't like... And we have very long wishbones, so even if the road was a little bit bumpy at that speed, we could see the wheels moving up and down. They don't move in and out so much because we have long wishbones and certain wheel geometries and so on. So we don't heat up the tires. So Michelin told us, you can go all day long. There is no problem. At first they thought, you probably have to change the tire after each run. And then they looked after three rounds. Oh, just drive as long as you want, it doesn't matter. So I think it has to do with weight, wheel geometry, downforce, these kind of things. Okay. Is it the wing dynamically adjustable? Yes. I can push the brake so you can see it. Normally okay. When you're standing still it doesn't move, but for the show, we made it moving, yes, so you can see how it works. Oh. How much is developed by Koenigsegg? Pretty much everything you see. So we even make the wheels in-house, the brake calipers, the engine, the suspension, all the carbon fiber, upholstery, painting. Sometimes we also have a supplier for painting, but we also paint in-house. Cable wiring harnesses, the circuit boards, the software, the instruments. And that's all done in Sweden? Everything is done in Sweden, yeah. I mean, we have some carbon fiber suppliers from other places as well, and we have actually our own carbon fiber manufacturing also in Barcelona, okay. So that is within the Koenigsegg Group, but most of it is done in Sweden, yes. Crazy, and all the development, that's really purely done by your company? Very, very much. When you say all, of course, I mean, there are some subsystems that are not our own, but 95%. And how much? Even the gearboxes, transmissions, engine. That's really what I think is amazing about this car. That like a small car manufacturer, of course you have a long history by now, but like that you are able to build on top of that. And we are a certified lamp manufacturer. We make our own lamps. Really? These lamps. They are really tiny. Yeah. I mean, they look really good and really clean, but they look tiny as if they can't even have such a big beam, but they have a really big beam. They're like reflector lamps. Really okay. Big. Is your business purely on the supercar, hypercar side, or do you also, how many of your things do you sell? Right. So we're getting more and more inquiries for our technology, for our electronic platform, for our management systems,
engines and this and that. So we're kind of starting to get into that. We've said no to a few inquiries from some large OEMs because we were not ready as a company to become a supplier to others. We were fully busy just with ourselves. But now we're kind of building that department so we can also sell our technology. Mm-hmm. So to make more use of it than just for 20, 30 cars a year, when it's easy to replicate like circuit boards and software and these kind of things, it doesn't make sense to not sell them. Yeah. And there is an interest, but we as a company has needed to form to be able to handle other customers like that. Okay, but still from the beginning, it was purely hypercar, like the hypercar. Do you know every part of the car? Almost. That's really, really amazing. Like two models ago, I knew absolutely every nut and bolt. But now we're developing more models in parallel, and the team is bigger. Mm-hmm. So I don't personally like have insight in every nut and bolt, but almost, almost. Amazing. Really, really amazing. Thank you so much. Thank you. Enjoy the show. Thank you.